Ihr seht draußen drei Pillar. Also drei Säulen. Welche Säulen meint ihr? Müsste zum richtigen Zeitpunkt deaktiviert werden. Ich weiß nicht, welche Säulen du meinst, um ehrlich zu sein. Diese Dinger hier. Ah, okay, das sind die Säulen, Leute. Das sind die Säulen. Bisher ist einfach. Ah, da ist die Grütze. Da ist die Grütze. Im Uhrzeigersinn macht er die. Im Uhrzeigersinn. Haben wir schon was falsch gemacht? Ja, alles. Guck mal, hier kann man was aktivieren. Hab aktiviert. Ah, ihr müsst vom Strahl weglaufen quasi. Ja, also ich habe schon gecheckt, dass man die Dinger hier aktivieren kann. Das heißt, wenn der in Uhrzeigersinn angreift, ich glaube, es ist aber gegen den Uhrzeigersinn, läuft man dem Schwall so weg. So weit, so gut. Aber der macht die ganze Zeit diese Dinger auf dem Boden, die in alle Richtungen geht. Das muss man doch irgendwie aufhalten können. Irgendwann fängt der an, seinen lila Schwall zu machen. Dann müssen alle drei Pillar relativ zeitgleich oder nacheinander ausgemacht werden. Dann ist diese Rage-Phase wieder vorbei. Sobald er das wieder macht, müssen wir das wieder machen. Aber ansonsten ist es halt Learning by Doing. Da kriegen wir schon hin. Überleg mal, wie lange wir für das Schaf-Ding gebraucht haben. So, jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Und den noch, den da hinten noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der die blaue Kugel hat, der kriegt den Strahl ab. Okay, das ist doch schon mal eine Aussage. Leute, wenn ihr die blaue Kugel habt, dann kriegt ihr den Strahl ab. Und dann müsst ihr natürlich so laufen, beziehungsweise die Leute müssen so die Dinger aufmachen, dass sie da auch rauskommen. Da hat jemand eine lila Kugel. Jetzt seht es. Da ist die lila Kugel. Da aufmachen, dass der durchkommt. Wir waren zu scheiße, okay. So, da ist wieder der Full-Focus-Dings. Hier aufmachen. Aufmachen! Sehr schön. Komm hier durch. Auch offen. Aber der soll nah am Boss laufen, sonst schafft er das nicht. Ja, man muss nah am Boss laufen, ist ja klar, ne? Umso näher du dran bist, umso kürzesten Weg hast du, ne? Innenbahn nehmen. Schön die Innenbahn nehmen, nicht außen. Jetzt habe ich so eine rote Kugel. Da, jetzt was mit dem roten Auge. Ich habe das rote Auge, jetzt ruhig nach außen. So, ich krieg die rote Kugel, ich lege die gleich außen ab. Ah, ne, du hast rote Kugel. Du musst außen ablegen und dann direkt davon weglaufen. Schaffst du das? Ja, perfekt. Vor allen Dingen, wisst ihr, was auch noch so kompliziert ist? Es ist ja nicht nur, dass du ausweichen musst und so. Das, was noch kompliziert ist, ist deine ganzen Kombination an Attacken mit dem Controller. Das ist auch so schwierig. Ja, das war es eigentlich kompliziert, weil ich eben sagen wollte, dass der Boss kompliziert ist, was du auf alles achten musst. Das ist eine, aber du musst auf die Abklingzeiten achten und du musst deine Controller-Kombination raus haben. Manchmal vergisst du einfach, wo Blocken ist. Also ich zumindest, ich vergesse einfach, wo Blocken ist. Alle am Leben. Alle am Leben werden noch 30% weiter. Jinx es jetzt nicht. Bitte konzentriert euch alle. Bitte, 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 Abklingzeit, bitte. Oh, Zivanon hat sich geopfert, glaube ich.
Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Zivano hat sich geopfert für die Gruppe. Habt ihr das gesehen? Der hat sich ganz am Außen, weil die drei Dinger hatten Abklingzeit. Er hätte es noch geschafft, weil bei mir hat die Abklingzeit genau aufgehört, aber fürs Team. Und ich habe genau, wie ich gesagt habe, alle überleben. Oh mein Gott, das war seit langem das Schwerste, was ich gemacht habe. Aber richtig geil, Leute. Hat auch nur 2 Stunden 18 Minuten gedauert.